Hi Leute, Götz hier. Kurze News von meinem Streaming-Live-Setup. Es ist was Zeitkritisches, das wollte ich euch heute ganz schnell mit auf den Weg geben. Und zwar bin ich auf eine Kickstarter-Kampagne aufmerksam gemacht worden, die ich sehr spannend fand. Und das wollte ich euch mal kurz vorstellen, denn die läuft nur noch ein paar Tage. Und zwar, ihr kennt das Problem, wenn ihr auf eurem Breadboard irgendwas entwickelt, dann geht's los, dann steckt man da also seine Bauteilchen rein. Und bei vielen Bauteilen wie den Widerständen oder auch hier kleinen Kondensatoren oder irgendwie sowas ist halt genau das Problem, man kann die Werte einfach nicht erkennen. Das ist das Problem. Ich kann nicht richtig lesen, was steht drauf. Bei den kleinen Keramikkondensatoren bin ich mit der Lupe, muss nochmal nachdenken, welcher Wert ist es. Bei den Widerständen ist es immer ein Gekrame und Gesuche. Und dann kommt man mit den Farbcodes durcheinander und dann fange ich an zu messen. Also haben sich ein paar schlaue Leute was ausgedacht. Und dazu gibt es jetzt eine Kickstarter-Kampagne. So schaut das Ganze aus. iComponents nennen die das. Ich versuche es hier auch noch ein bisschen schärfer zu kriegen. So. Und das ist jetzt hier so ein Demo-Set. Und zwar haben die sich folgendes überlegt. Warum gibt es denn speziell für Steckplatine nicht Bauteile in einem anderen besseren Format? Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Hier kann man es erkennen. Und ich halte sie auch noch mal groß in die Kamera. So, das heißt, das sind also ganz winzige Platinen mit einem SMD-Bauteil drauf. Da ist klar der Wert aufgedruckt. Und natürlich, das ist das Nette an der ganzen Geschichte, passen die dann hier auch, lassen sich easy in die, na, so müsste man es reinstecken, easy ins Breadboard stecken, ohne dass hier irgendwelche Beinchen verbiegen, ohne dass was rausguckt. Hier kann man es auch nochmal sehen. Ups. Ja, also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. So, was ich hier habe, ist so ein Demo-Set. Das ist also wirklich nur zu Demonstrationszwecken gedacht. Hier sind also ein paar Widerstände drin, hier sind ein paar Kondensatoren drin. Und was auch ganz nett ist, es sind auch ein paar LEDs drin. Und hier ist dann sogar als Farbe farblich aufgedruckt, in welcher Farbe diese kleine LED leuchtet. Das braucht man jetzt nicht so unbedingt, aber bei den Widerständen und vor allen Dingen auch bei den Kondensatoren finde ich das also sehr, sehr witzig. Das wollte ich euch kurz vorstellen, denn heute ist Montag, Mittwoch zeige ich das. Das heißt, Mittwoch läuft dann die Kampagne nur noch 9 Tage. Und den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, und wie gesagt, was die machen, ist also folgendes. Die haben also einen Haufen dieser Bauteile fürs Breadboard hergestellt. Und da gibt es also verschiedene Boxen. Ihr seht hier also auch die Werte angegeben für die Widerstände. Da gibt es verschiedene Bereiche, insgesamt 50 Stück. Da ist dann also auch mehr drin als hier in dem kleinen Kästchen. Und man kann auch alle Widerstände bzw. alle Kondensatoren zusammen kaufen. Und wenn man das ganze Bundle für $80, was meiner Ansicht nach wirklich im Rahmen ist, kauft, dann kriegt man auch noch eine ganze Kiste mit den LEDs dazu. Ups, falsch gedrückt. Ich fand das ganz spannend. Die haben mir das kostenlos geschickt, dieses Demo-Set, damit ich euch das zeige. Finde ich aber wirklich super. Und wenn euch das auch interessiert, klickt doch mal auf den Link unter der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung. Schaut euch mal die Kickstarter-Kampagne an und vielleicht bestellt ihr euch also das eine oder andere Set. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns Sonntag um 0 Uhr mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, euer Götz. Ciao, ciao.